Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder eine Aktion für euch. Und zwar ist es jetzt so, dass es die Vorweihnachtszeit, die Voradventzeit quasi eingeläutet wird. Es ist ja heuer gewesen, 140-jähriges Jubiläum, und sie haben sich da übers Jahr verteilt schon ein paar so Aktionsdinge für euch Kunden auch einfallen lassen und jetzt in dem Fall auch wieder für Neukunden. Und zwar wird es für alle, die jetzt sagen, jetzt greife ich zu, jetzt hole ich mir den TM6, den zweiten Mixtopf dazugeben, und zwar um einen unschlagbaren Euro. Heißt, man spart sich bei dieser Aktion aktuell 214 Euro. Ja, ganz genau, 214 Euro. Ja, ich glaube, ich muss zu der Aktion an sich gar nicht viel mehr sagen. Ich möchte nur definitiv jetzt einmal was loswerden zum zweiten Mixtopf. Viele fragen ja, und ich kriege das auch persönlich, wenn ich bei Kunden kochen bin, und dann ist das Thema, oh, zweiter Mixtopf, brauche ich den jetzt oder nicht? Habe jetzt gerade mit einer Kundin telefoniert, die halt auch überlegt, und dann so, ja, brauche ich den? Man kann sich das oft, bevor man sich den Thermomix nach Hause holt, noch gar nicht so vorstellen, dass man den brauchen könnte. Ich empfehle dann wirklich immer gerne, und vor allem bei einer Aktion wie da um einen Euro ist es, glaube ich, einfach ein Thema, da braucht man nicht viel überlegen, aber er ist auf jeden Fall eine mega Erleichterung in der Küche, und ich glaube, jeder von euch, der ihn hat, möchte ihn nicht mehr hergeben. Mir geht es nicht anders. Ich muss gestehen, ich habe dann sogar nur einen. Und bei mir ist dann wieder, es ist einer mal im Geschirrspüler. Ab und zu lasse ich wirklich auch leckere Hefeteige im Topf gehen. Also das geht bei ganz vielen Hefeteigen wirklich super. Da brauche ich einen Teig gar nicht rausgeben, sondern ich lasse einen Deckel drauf. Die Temperatur ist gerade ideal da drin, der geht wunderbar auf. In der Zwischenzeit möchte ich aber nur Suppe machen zum Beispiel oder möchte nur die Hauptspeise zubereiten, was auch immer, oder Brot backen, nur was auch immer, wirklich. Es ist auch oft so, dass eben einer im Geschirrspüler ist, weil er vom Vorabend nur, ja, einfach nur nicht auskommt oder der ist nur nicht gewaschen, was auch immer, das kennt jeder. Manches Mal, also ihr könnt auch Cocktails mixen da drinnen, das heißt, ihr könnt auch wirklich sagen, ich habe jetzt da einen Cocktail gemixt, ich tue mir Eiswürfel rein, stelle das Ganze in den Kühlschrank, das hält auch wirklich eine Zeit lang richtig schön kühl durch das Edelstahl. Das heißt, diese Variante gibt es. Und was auch zum Beispiel voll cool ist, es gibt ja den Modus Erwärmen. Na, wo ist er? Da. Erwärmen. Das heißt, ihr könnt euch auch zum Beispiel Suppe kochen, die dann, wenn es fertig ist, oder ihr braucht die für morgen, oder ihr habt heute nur zwei Portionen gegessen, die restlichen esst ihr morgen. Ab damit einfach in den Kühlschrank, und am nächsten Tag, da gibt es auch super Abdeckungen für euren Mixtopf statt dem Deckel, das verlinke ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung. Und dann ab damit in den Kühlschrank, am nächsten Tag tat's den Deckel, also wieder euren Mixtopfdeckel drauf, nehmt den Modus Erwärmen und macht die Suppe einfach nur noch mal warm. Also der Mixtopf hat definitiv coole Vorteile. Und eine weitere, die was ich wirklich extrem spannend finde und ich glaube auch für einige immer Thema ist, glutenfrei zu kochen. Es gibt wirklich bei ab und an das Thema, dass das wirklich, da darf gar nichts kontaminiert sein, sage ich mal, mit Gluten. Und da eignet es sich einfach super, dass man einen Mixtopf hat, wo man wirklich glutenfrei damit arbeitet, und den anderen, da macht man sich einfach am besten entweder was rüber oder man macht einen Punkt drauf, man markiert sich das einfach irgendwo und geht so einfach auf Nummer sicher, dass man da nichts riskiert. Genau das Gleiche ist wie mit Kosmetik. Also viele machen ja eine Kosmetik auch da drinnen und wollen das einfach komplett getrennt haben, weil sie es auch vielleicht verkaufen, was auch immer. Also das ist definitiv auch ein Punkt. Und viele sind sehr empfindlich, was jetzt angeht, süß und sauer oder süß und pikant. Und ich kenne wirklich auch welche, bei mir war es anfangs auch mal angedacht, aber ich habe das irgendwann verworfen, weil es einfach, ja, ich habe den Überblick verloren. Aber ich kenne tatsächlich wen, wo einer wirklich nur für Suppen, für Hauptspeisen, für das Deftige benutzt wird und der andere nur für Süßspeisen. Ist auch so eine Sache, also kann man genauso machen, gell? Und
darum seht ihr schon, ihr habt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und ich würde in dem Fall jetzt so oder so empfehlen, diese Aktion zu nehmen und nicht auf diesen Mixtop zu verzichten um 1 Euro. Oder ihr habt gleich ein nettes Geschenk für jemanden zu Weihnachten oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das echt ein überzeugendes Angebot ist. Und es ist auch so, ich möchte es jetzt ganz kurz da nur erwähnen, weil ich glaube, dass auch viele so jetzt zurückschrecken und ein bisschen sie denken, aber was ist, wenn dann der TM7 nächstes Jahr kommt? Also uns wurde gesagt, es ist auch offiziell so kommuniziert, es wird weder 2023 noch 2024 einen TM7 geben. Ich werde euch da jetzt auch mal noch ein Video kurzzeitig bald mal machen dazu, warum ich, wie gesagt, es ist alles ohne Gewähr, aber warum ich auch der Meinung bin, dass einfach nur kein TM7 kommt. Kurz und knackig kann ich euch das jetzt auf den Punkt bringen. Die Aussage war, es wird jetzt keinen neuen TM7 geben, weil der TM6 erst einmal optimiert und vervollständigt werden muss. So viel dazu. Ich zeige euch da, wie gesagt, bald in einem Video so ein paar meiner, nennen wir es Argumente, warum ich einfach nicht glaube, dass der kommt. Und wie gesagt, es gibt nie eine Garantie oder ein Gewähr, aber wenn ihr den Thermomix wollt und jetzt überlegt oder ihr den jemanden schenken wollt, werft eure Gedanken über Bord und schlagt bei dem Angebot zu. Von 6.11. bis 3.12. der Thermomix TM6, wie er da steht, das Grundgerät mit allem, was ihr braucht dazu, mit dem Varoma, mit Schmetterling, mit dem Spatel, also da verlinke ich euch sonst gerne das Video, was beim Zubehör, welcher Zubehör beim Thermomix alles dabei ist. Das heißt einfach die Basisausstattung, den TM6, also das TM6-Paket plus einen zweiten Mixtopf um 1.400 statt 1.399 Euro. Das heißt einfach diesen 1 Euro mehr und ihr habt diesen zweiten Helfer dabei. Und ich bin jetzt gespannt, schreibt mir wirklich voll gern rein, was ihr von dem Angebot haltet. Satz ihr nur Team, ich überlege, ich habe noch keinen Thermomix. Oder Satz ihr Team, ich möchte jetzt gerade einen verschenken. Meldet euch auch bei mir, wenn ihr Interesse habt, wirklich voll gerne. Ich freue mich, ich berate euch ganz unverbindlich auch sehr gerne. Also meldet euch wirklich ganz unkompliziert bei mir. Ihr findet unten meine Webseite, da findet ihr auch alles, also meine Kontaktdaten per WhatsApp. Schreibt es mir einfach. Ich freue mich von euch zu hören, zu lesen, bin jederzeit gerne für euch da und halte euch wie immer am Laufenden. Darum vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Dann verpasst einfach bei der Glocke auf alle gehen, dann verpasst einfach kein Video mehr von mir, ob es jetzt halt eine neue Aktion ist, ein neues Zubehör, Infos zum Software-Update, ein neues Rezept für euch, völlig egal, ihr seid immer am Laufenden und ich freue mich, wenn ihr mir wieder mal zuseht und wenn ihr beim nächsten Mal, so muss ich sagen, wieder zuschaut und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fit.